Heute spinne ich 1000-mal das Glücksrad im Mining Simulator 2 und bekomme das OP Legendary Pet. Wir sind back im Mining Simulator 2 und es gab ein neues Update, in dem wir anscheinend einen Free Dominus bekommen können. Dann werden wir ganz kurz mal unsere Season 1 Eggs noch beanspruchen und hoffentlich ein Secret Pet ziehen. Okay, es sind 3 Common Pets, dann nochmal ein Common wahrscheinlich. Oh, ein Rare wenigstens. Ein Chroma Wisp, immer gut. Mal sehen, was so rausgekommen ist. Mir wurde gesagt, oh, Hexarium, sehr gut. Irgendwas mit einem Glücksrad oder so. Irgendein Wheel, das wir spinnen können. Oh, hier hinten, hier sehe ich es schon. July the 4th. Was ist denn July the 4th, Leute? Okay, wir haben hier Mystery Pet Chance. 83% auf dieses Amerika Pet, 13% auf dieses Amerika Pet und 2% auf dieses Amerika Pet. Okay, wir haben hier Free Gifts und wir haben ein Patriotic Egg. Wer nicht abonniert, ist ehrenlos. Real Talk. Und wer abonniert und liked, bekommt einen Free Dominus. Zu 100%. Vielleicht. Gehen wir mal zum Glücksrad. Oh, ich kann mir Spins kaufen für Gems. Plus, ich kann mir Spins beanspruchen. Okay. Season Premium Owners get free Spins. Okay. Okay, spinnen wir das erste Mal direkt. Und schauen, was wir aus diesen Spins bekommen. Oh, okay. Super lucky für 10 Minuten Boost. Ja, okay, das ist schlecht. Die Frage ist, sind für diese Sachen alle Chancen komplett gleich? Oder, oh, fast 2 Free Spins. Nein. Ich hätte fast 2 Free Spins bekommen. Oder sind das unterschiedliche Chancen? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass für alles die Chancen gleich sind. Aber wir sehen halt nicht, was die Chance für was ist. Okay, wieder ultra lucky. Ja, wir können mal die Free Gifts einsammeln. Wir haben sowieso gerade keine Spins. Ah, und hier habe ich einen Free Dominus bekommen. Okay, das ist der Free Dominus. Und wie stark bist du? Da, der Patrios. Okay, für einen Anfänger ist das schon stark. Plus 305 Mining mal 220 Coins mal 70 von diesen Space Coins und mal 55. Aber wir können jetzt nochmal weiter spinnen. Ich kann mir hier nochmal mehr Spins kaufen. Kaufen wir uns einfach mal 8 Spins direkt und schauen direkt mal, ob wir jetzt aber dieses Zufällige oder irgendwas Gutes bekommen. Wir bekommen die ganze Zeit nur Omega Lucky Boosts. Gibt es hier irgendwas Krasses aber auch? Das ist halt die Frage, die ich mir stelle. Vielleicht Gems oder so? Oh, jetzt 2 Free Spins. Oh, Gems? Nein, die schlechten Gems. 150 Edelsteine. Naja. Ist trotzdem okay. Ist mehr wert als ein Spin an sich. Oh, nochmal 2 Free Spins. Okay, wir werden jetzt ins Unendliche spinnen, Leute. Oh, das zufällige Pet. Was bekomme ich daraus? Ach, das ist das Mystery Pet. Okay, jetzt habe ich diesen Patriotic Dragon bekommen. Also, wenn ich das Pet bekomme, bekomme ich eins von diesen 3 Pets. Und ich will natürlich diesen, was auch immer das ist, 5-köpfigen Drachen oder so haben. Aber jetzt gerade habe ich diesen Dragon bekommen und der hat mal 350. Das ist gar nicht schlecht. Warte, wenn ich das vergleiche. Okay, so ein Bra ist besser. Das heißt, wir müssen wirklich diese Pets hier bekommen. Wir müssen die ganz guten Pets bekommen. Wieder. Oh, 2 Free Spins. Was ist das hier eigentlich? Das ist so ein Money Boost, glaube ich. Ultra Lucky, Omega Lucky, was auch immer. Wer juckt sich dafür? Crafted die Bras. Das könnte ich theoretisch auch machen, das ist recht. So, Chroma Wisp mache ich auch noch einmal Shiny, obwohl ich von denen noch genug Shiny habe. Ich warte eigentlich nur auf das Rainbow Update bisher. Ich will endlich Rainbow Pets haben. So, nochmal glänzen machen. Perfekt. Level 12, was hast du denn? Willst du Pets haben? Keine Ahnung. Anscheinend. Ja, let's go. Viel Spaß damit. Darf ich auch Pets? Kriege ich auch ein Pet? Oh, jetzt wollen die Leute Pets haben. Ich dachte immer, im Mining Simulator haben die Leute schon genug Pets, weil du ja erst ab 5 Millionen Blöcken traden kannst. Aber ich will die großen Gems, aber ich weiß nicht, was da drin ist, aber vielleicht so 1000 Gems oder so. Oder diese krassen Pets. Oh, okay, das ist dieser Super Rich Boost für 10 Minuten. Lohnt sich halt null. Oh, wieder Gems. 150 Edelsteine. Wir haben nur noch einen einzigen Spin. Was soll das? Was soll ich? Ich will so Mystery Pets bekommen. Oh, ja, Mystery Pet. Komm, das Gute. Gönn. Gutes. Gutes. Okay, wisst ihr was? Sollen wir uns mehr Spins für Robux kaufen, Leute? Leute, ihr müsst jetzt irgendwas einfach mal in den Chat schreiben. Wir werden jetzt bestimmen, wer entscheiden darf, wie viele Spins ich machen muss. Schreibt, auf welches Schulfach ihr morgen gar keinen Bock habt. Schreibt, keine Ahnung, was ihr heute gegessen habt. Schreibt euer Roblox-Passwort. Okay, schreibt am besten nicht euer Roblox-Passwort. Dann würde ich aber sagen, losen wir jetzt einfach mal direkt aus. Wir starten und Astro, was auch immer. Und du musst mir jetzt sagen, wie viele Spins soll ich mir kaufen? 3? Das ist deine Antwort? Das ist echt nicht viel. Er hat gesagt 3. Das heißt, wir werden uns 3-mal hier 5 Spins kaufen. Also insgesamt 15 Spins. Einfach mal 120 Robux ausgeben. Das geht ja noch fit. Er hat die 3 Nullen vergessen, ja. Eigentlich wollte er 3000 schreiben, genau. So, nee, wir haben jetzt 15 available Spins. Und wir spinnen einfach direkt mal. Let's go, Leute. Und wir bekommen... Oh nein! Oh, ich...
so kurz vor den Gems. Ein Glücksboost. Ich will halt wirklich, so ein gutes Mystery-Pet haben. Eins von diesen 2,75%igen. Oh, die Gems. 750 Gems. Oh, ich hätte gedacht, dass es mehr sein würden. Aber hey, 750 Gems ist ganz gut. Aber ich glaube tatsächlich, dass jedes Ding die gleiche Chance hat. Es kommt mir zumindest so vor, als hätte... Ja, oh, Pet. Komm, jetzt. Jetzt. Ah, wieder Patriot Dragon. Wie viele von denen brauche ich eigentlich? Welche Seltenheit hat der? Wie viele brauche ich, um irgendwann einen in Shiny zu machen? Aber wir ziehen jetzt sowieso gleich dieses krasse Pet und dann alles easy, Leute. Alles easy. Wir haben noch 8 Spins übrig. Wir haben schon fast die Hälfte der Spins wieder verbraucht und nur ein Pet bekommen. Der Chance nach zu urteilen, sollten wir auch circa jeden 8. Spin einmal ein Pet ziehen. Und wir haben eine 2,75%ige Chance auf dieses krasse Pet. Das heißt, wir müssen insgesamt 320 Mal spinnen, um dieses Pet zu bekommen. Oh, 2 Free Spins. Ja, wir haben nämlich nur noch 3 Spins übrig. Und wir sollten jetzt bei diesem oder beim nächsten Spin wieder ein Pet bekommen. Oh, Gems. Naja. Ja, sehr gut. Sehr gut. Es ist wieder ein Patriot Dragon. Das kann doch nicht sein. Nummer 4. Aber jetzt ziehen wir das gute Pet. Oder wieder Omega Lucky Boost. Und wir haben keine Spins mehr, Leute. Ja, eigentlich muss ich nochmal kaufen. Wie viele Spins kaufen wir uns nochmal, Leute? Okay, wie wär's? Okay, ich habe eine Idee. Wir haben die Chance von 20 Spins, 50 Spins, 100 Spins, 1000 Spins und hier ganz, ganz klein 10.000 Spins. Wir fangen mal an. Eigentlich will ich keine 100 Spins. Mit 50 Spins wäre ich zufrieden. 20 Spins bin ich auch zufrieden. Ich glaube, so 50 Spins ist so, dass wir eigentlich das Mittelmaß, das wir treffen sollten. Wenn wir jetzt so 1000 Spins haben, ich weiß nicht, was... Mann. Das Problem ist, das sind 8000 Robux, Leute. Wir machen erstmal 100 Spins und schauen dann, ob wir noch die 1000 machen müssen. Vielleicht werden wir die 1000 machen, wenn wir bis zu den 1000 dieses Pet noch nicht haben. Ich würde sagen, wir stoppen bei diesem Pet oder machen 1000 Spins. Eins von beiden werden wir machen. Das ist so dumm. Warum? Okay. Nein, du musst 1000 machen. Also, an sich ist es immer noch meine Sache. Es ist immer noch mein Geld. Und ich kann entscheiden, was ich mit meinem Geld machen will. Glaube ich zumindest. Wir laden jetzt erstmal 100 Spins auf. 2000 Jahre später. Wir brauchen jetzt hier erstmal 103 Spins. Ich gönne mir jetzt, weil das tatsächlich Sinn macht, den Doppel-Champs Game Pass für 174 Robux. Der ist nicht so teuer. Junge, ich bin arm. Ich bin arm, Leute. Aber hey, ich habe doppelte Edelsteine und wir können jetzt einige spinnen, weil wir werden jetzt auch einige Robux bekommen, hoffentlich. Aber noch besser, wir wollen dieses Mystery-Pet haben. Das ist das Ziel. Also, wir fangen an zu spinnen und wir werden erst aufhören, wenn wir das Mystery Pet bekommen haben. Und wir haben direkt das erste Pet und es ist... Oh, der Patriot Cubioid. Das ist das zweitbeste Pet. Hätten wir jetzt das krasse Pet bekommen, das wäre OP gewesen. Dann hätte ich einfach aufgehört. Nee, die 100 Spins hätte ich sowieso noch verballern müssen. Aber hier, der ist schon stark. Mal 550 ist der... Okay, er ist noch schlechter als ein Bra, was schon komisch ist. Aber das andere Pet wird natürlich viel, viel besser sein dann. Oh, große Edelsteine und dafür bekomme ich 1500 Edelsteine jetzt. Wir haben nur noch 100 Spins übrig, Leute. Nur noch 100 Spins und wieder ein Mystery Pet. Okay, wenn wir so oft Mystery Pets ziehen, dann haben wir wirklich die Chance, so ein krasses Pet zu ziehen. Aber es war jetzt wieder ein Patriot Dragon, der 5., glaube ich, mittlerweile schon. Aber wir haben wieder Edelsteine. Sehr, sehr schön. 1500 Gems. Wir haben auch die beste Rebirth-Spitzhacke und die können wir gleich mal upgraden. Aber nochmal 2 Free Spins. Oh, wieder ein Free Pet. Okay, wir ziehen das gerade echt oft. Mein Luck ist hoch und wieder ein Patriot Dragon. Vielleicht ist es doch nicht so hoch. Okay, mein Luck ist insane. Wieder das Mystery Pet. Und jetzt den Patriot Dragon schon wieder. Ich will jetzt mal schauen, wie viel davon brauche ich, um den wirklich upgraden zu können. Und was ich auch noch schauen muss, kann ich noch nicht noch meinen Luck für Gems erhöhen? Ich glaube, wir gehen mal in die Schmiede. Patriot Dragon, okay, ich brauche tatsächlich 16 Stück von denen und ich habe bisher nur 6. Also wird es noch eine lange Reise. Oh, stimmt, wir haben auch noch dieses Egg. Ich habe noch nicht einmal das Patriotic Egg geöffnet für Gems. 3 Gems kostet mich das. Ich habe es noch nicht einmal geöffnet. Das können wir später noch machen. Das beste Bett hat 1 zu 18.000. Ja, das geht auch. Ich sollte mir Lucky holen. Und nochmal Lucky. Und nochmal Lucky. Und ja, das dritte Mal Lucky geht nicht. Aber ich habe jetzt schon mein Glück um 15% erhöht. Das ist schon mal nicht schlecht. Oh, wieder? Hä? Die ganze Zeit. Ich ziehe nur Mystery Pets. Das ist krank. Der 7. Patriotic Dragon. Ich müsste nur circa 30 Patriotic Dragons davor bekommen haben. Oh, es war so knapp. 300 Edelsteine, trotzdem stark. Du bekommst ungefähr 20.000 Gems. Ah, nochmal 300 Edelsteine. Ich bekomme so viele Gems. Deine Livestreams sind die besten. Danke, danke. Okay, 2 bis 3 Mal reicht und jedes Mal 25 Tokens. Ist das okay? Ja. Von mir aus. Oh, wieder Secret oder Mystery Pet. Und es ist wieder der Drache. Nummer 8. Ich freue mich jedes Mal, wenn ich den Drachen sehe, überhaupt nicht, weil ich mir denke, es könnte was Besseres sein. Aber natürlich,
Wenn er eine 83%ige Chance hat, natürlich ziehe ich den so offen. Was mich sehr freut, aber sind, dass ich so viele Edelsteine ziehe und nicht diese ganzen Luck-Boosts. Weil die braucht halt Real Talk niemand. Oh, wieder ein Mystery Pet. Let's go. Jetzt aber. Jetzt kommt der Drache. Jetzt bekommen wir... nicht der Drache. Ich wollte den anderen haben. Ich weiß ja nicht mal, wie das heißt. Und wieder Mystery Pet. Oh, jetzt aber. Es ist Patriotic Cuboid, der zweite. Oh, wieder zwei Free Spins. Wir haben immer noch 77 Spins. Leute, wenn wir 1000 Spins machen müssten, wir würden Real Talk, nennen 12-Stunden-Stream machen oder so gefühlt. Oh, wieder ein Patriotic Dragon. Ich habe gar nicht aufgepasst, aber wir haben nach langem mal wieder ein Mystery Pet gezogen. Oh, wieder ein Patriotic Dragon, Nummer 10 mittlerweile. Noch 6 Stück, dann können wir einen Shiny machen, yeah. Oh, wieder Pets und es ist wieder ein Basic. Immer diese Basic Pets. Wir wollen doch diese Mystery Pets, diese krassen Pets haben. Oh, wieder ein Patriotic Cuboid. Das ist Nummer 3, glaube ich, mittlerweile, oder? Ja, das ist der dritte bisher schon. Und von den Dragons habe ich... Was zur Hölle? Mehr als erwartet. Mir fehlt noch ein einziger. Nee, mir fehlt gar kein Dragon. Wir können den Dragon Shiny machen, Leute. So, wir wählen alle aus. Let's go. Und wir können den ersten glänzend machen. Und der ist so hässlich grün. In so einem Kotzgrün. Wie stark bist du, Patriotic Dragon? Mal 700, mal 800, mal 820. Das ist tatsächlich besser als ein Cyber Comet. Besser als ein Chroma Whisper normal. Es ist nicht gut. Es gibt bessere Sachen. Und wir werden jetzt das krasse Mystery Pet ziehen. Komm, gönn jetzt das Mystery Pet. Noch 30 Spins und wir müssen danach sowieso nochmal aufladen, wahrscheinlich. Gib mir doch einmal ein gutes Pet. Wir haben jetzt schon 18 von diesen Patriotic Dragons oder so gezogen. Gönn mir einmal dieses andere Pet. Okay, wir haben keine Spins mehr. Wir haben jetzt über 100 Spins. Wir haben insgesamt jetzt wahrscheinlich knapp 150 Spins für Spin. Das heißt, wir müssen uns wieder Spins kaufen, weil wir müssen ja 1000 Spins für Spin. Let's go. Ich habe nicht mal mehr Robux, Leute. Okay, wir haben hier nochmal 20 Spins. Um nochmal weiter aufzuladen, müsste ich wieder Robux kaufen. Also, wir werden schauen, ob wir mit 20 Spins auskommen. Let's go. Komm. Das ist jetzt das Pet. Das ist das Pet, das wir wollen. Gönn. Ah, Patriotic Dragon vielleicht nicht ganz. Let's go. Wieder Patriotic Dragon. 20.000 von denen werden wir spinnen. Nochmal zwei Free Spins. Ja. Hier. Free Spins. Ja. Oh. Mystery Pet. Leute, es wird Zeit für den 35. Patriotic Dragon. Es muss doch jetzt endlich mal, das Pet kommen. Ich habe so viele von diesen Exits schon geöffnet. Es kann doch nicht sein, dass ich das Legendary Pet hier nicht bekomme. Mein Leben hängt davon ab, dieses Pet zu spinnen. Wenn ich dieses Pet nicht spinne, werde ich nie wieder glücklich in meinem Leben, Leute. Oh, es ist ein Epic. Es ist ein Patriotic Cubit. Kann ich den jetzt schon mal shiny machen? Warum findet man die ganzen Pets nie? Das sind irgendwelche Stiere, Elefanten. Ich habe viel zu viel Zeug in meinem Inventar. 9 Stück brauche ich, okay. Das heißt, wir müssen noch 4 weitere ziehen. Also, wir werden wahrscheinlich auch noch 4 weitere ziehen, bevor wir eines von diesen krassen Pets ziehen. Aber hey, weiter spinnen, Leute. Weiter spinnen und weiter spinnen und weiter spinnen. Jetzt. Das ist das Pet, das wir nicht wollen. Sind wir wirklich wieder an diesem Punkt angekommen? Ich habe seit knapp 2 Monaten keine Robux mehr aufladen müssen. Das letzte Mal, dass ich Robux aufgeladen habe, waren für 100 Euro. Wir sind so weit, dass wir wieder Robux aufladen müssen, weil ich nur noch 2 Robux habe. Müssen wir das wirklich machen? 1 in den Chat, wenn ich Robux aufladen muss. 2 in den Chat, falls nein. Okay, Leute, ich kaufe mir Robux. Schaut euch das an. Das ist ein Trauerbild. Letzte 30 Tage. Weil ich habe kein Roblox Premium Abo. Was? Hab erstmal Starcode, aber okay. So, dann wird es mal wieder Zeit, ein paar Spins zu kaufen, Leute. Okay, jetzt. Wir sind jetzt soweit. Wir werden jetzt das vielleicht nicht Legendary Pet bekommen. Wir haben so viele Boosts, das ist krank. Es ist einfach krank, wie viele Boosts wir haben. So, wir bekommen jetzt. Komm schon. Patriot Dragon. Let's go. Es ist der Cuboid. Wenigstens der. Den brauchen wir jetzt noch 3-mal, 2-mal, was auch immer. Ja, wir kaufen uns einfach durch. Okay, da reicht es. Oh, doch. Wir konnten alles durchkaufen. Wir haben uns zwar nur noch 85 Gems übrig, aber wir bekommen jetzt sowieso wieder einige. Noch einmal das Pet, dann kommt das beste Pet auf Ansage. Also beim nächsten Mal oder nach dem nächsten Mal. Also beim übernächsten Mal. Wir schauen mal. Es ist der Dragon. Also du sagst, dass jetzt... Wenn ich jetzt nochmal das Pet ziehe, dass ich dann... Also jetzt sollte ich das OP-Pet bekommen. Damit liegst du aber tatsächlich ziemlich falsch. Ich habe jetzt locker schon 200 Mal gespinnt und noch keines Mal dieses Pet bekommen. Das kann doch nicht sein. Ich verzweifle. Wie ist es möglich, dass ich dieses Pet noch nicht gezogen habe? Wenn du in den nächsten 2 Spins ein Legendary bekommst, donate ich 1 Euro. Spin Nummer 1. Spin... Nummer, die zählen nicht, 2 Free Spins, die zählen dazu, die zählen zu den 2 Spins. Das ist so wie im Casino, wenn du, keine Ahnung, wie das heißt. Oh, oh.
Und jetzt kommt Spin Nummer 2, 1. Das war jetzt Spin Nummer 1. Das heißt, wir machen jetzt weiter mit Spin Nummer 2 gleich. Muss wieder Spins aufladen. Let's go, Leute. Weil irgendeine Person hat die ganze Zeit gesagt, Victor sagt, du sollst... Oh, ich hab das Legendary Pet. Ich hab den Aster Hydra. Echt? Ich hab ihn. Es hat so lange gedauert. Okay, warte, ich bin gespannt. Sag mal, wie gut er ist. Sag mal, wie gut er ist. Ich muss es erstmal selbst schauen. Ist ganz okay. Schau doch! Ja, hallo! Er hat 3350 abbauen, 3350 Cash, 1050 an Space Cash und mal 315 ans Zeit. Jetzt musst du ihn nur noch shiny machen, dann ist er Bobber. Der ist so auch gut. Ja, ich muss ihn shiny machen. Der wird nicht in mein Inventar passen. Ich meine, in mein Team passen. In meins auch nicht, tatsächlich. Das war's jetzt aber auch mit dem Video. Schaut jetzt noch bei diesem coolen, eingeblendeten Video vorbei. Lasst gerne ein Like und ein Abo da und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.